Heute lernen wir, perfekten Milchschaum am Siebträger zuzubereiten. Und das brauchen wir vor allem für Latte Art, aber auch damit der Geschmack vom Cappuccino, Flat White und Co. perfekt passt. Also ran an die Kannen und los geht's! Bevor es losgeht und wir zusammen Milch aufschäumen, zwei, drei Worte zu den Milchpitchern. Die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen. Es geht mir am besten, wenn ich den großen Milchpitcher für das Schäumen nehme. Das heißt, ich gieße so viel Milch ein, wie ich für zwei Tassen Cappuccino benötige und schäume dann alles auf einmal. Und den kleinen Pitcher, den nehme ich gerne zum Gießen. Wichtig dabei ist nicht, dass ihr es genau gleich macht wie ich, sondern dass ihr für euch entscheidet, was taugt euch besser und es nachher immer gleich macht. Wenn ihr zum Beispiel einmal mit dem kleinen Pitcher gießt und einmal mit dem großen Pitcher gießt, dann sind einfach die Winkel immer anders, die Geschwindigkeiten sind immer anders von der Milch und ihr bekommt nie richtig Konstanz und nie richtig Übung im Gießen. Wenn wir jetzt die Milchportion vorbereiten, ich nehme hier meinen 600 ml Pitcher und ich gieße bei dem Pitcher auf, bis ich beim Schnabel bin. Die Konstanz hier ist wirklich entscheidend, dass ihr die Schritte auch immer gleich macht. Es gibt Routine und ihr könnt dann auch anpassen, wenn etwas nicht stimmt. Und hier achten wir wirklich darauf, dass wir am Ende nicht zu viel Milch geschäumt haben, dass wir keine Milch wegschütten müssen und dass wir nicht zu wenig Milch haben, weil sonst die zweite Tasse beim Latte Art Gießen, da geht uns dann vielleicht die Milch aus und wir können kein schönes Herz mehr machen und dann müssen wir die Milchmenge ein bisschen erhöhen. Für unsere Cappuccinos, die wir hier zubereiten, nehmen wir jeweils 3,5% pasteurisierte Milch. Uns schmeckt die am besten. Auch hier wieder wichtig, nehmt eine, die ihr verfügbar habt, die ihr leicht einkaufen könnt, die euch auch schmeckt und dann schaut, dass ihr es immer gleich macht, auch bei der Milch. Das heißt, die Milch sollte immer die gleiche Temperatur haben zum Schäumen. Es sollte immer der gleiche Milchtyp vom gleichen Lieferanten sein. Und dann habt ihr es einfach einfacher, ein konstantes, gutes Ergebnis zu schäumen. Das Ziel beim Milchschäumen, wir wollen grundsätzlich drei Sachen erreichen. Einerseits wollen wir die Milch aufheizen, damit sie genügend warm, aber nicht zu heiß wird. Wir wollen einen Schaum machen, also das Ganze soll ein Volumen zunehmen und dann wollen wir den Schaum als drittes auch untermischen, damit wir nicht Milch und Schaum haben, sondern dass es ein gleichmäßiger, seidiger Schaum ist, damit wir nachher gut Latteart gießen können. Dann geht es jetzt an die Dampfpflanze und beim Milchschäumen können wir es einfach unterteilen in zwei Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Ziehphase, das heißt, wir ziehen wirklich Luft in die Milch mit rein. Wir erkennen das am Geräusch. Die Phase dauert ein paar Sekunden, aber ist doch wichtig für einen guten Milchschaum. Und die zweite Phase ist die sogenannte Rollphase. Dort geht es dann darum, den entstandenen Schaum auch wirklich sauber unterzumischen und dann die Milch schlussendlich auch auf die richtige Temperatur zu erhitzen. Also dann Schritt für Schritt, wie wir vorgehen. Als erstes gießen wir unsere richtige Milchmenge in unseren Schäumpitcher mit ein. Und ich bin Rechtshänder, also nehme ich gerne den Pitcher in die rechte Hand. Kommt ein bisschen auch auf eure Maschine an. Und dann als erstes blase ich einmal die Dampfpflanze aus, damit das Kondenswasser draußen ist. Damit ich nicht Milch mit meinem Wasser zusätzlich verdünne. Ich stelle dann also meine Hand auf der Tassenablage ab, damit ich hier auch schön ruhig und konstant das Ganze nicht zu sehr bewege. Das heißt, ich mache dann nur kleine Bewegungen und bin da relativ stabil abgestützt auf der Maschine. Ich stelle also meine Dampfpflanze fast in die Mitte. Mir persönlich geht es am besten, wenn ich sie senkrecht in die Milch reinstelle. Schaue, dass die Spitze von der Dampfpflanze so ein bisschen unterhalb von der Milch zu liegen kommt. Nicht, dass die Spitze außerhalb der Milch ist, wenn ich einstelle, sondern dass sie wirklich sauber eingetaucht ist. Wenn ich das richtig positioniert habe, meine Hand sauber auf der Ablage sitzt und ich stabil das Kännchen halte, kann ich einmal die Dampfpflanze einschalten
Und hier wichtig, wirklich Hebel voll auf, so viel Power geben, wie es geht. Und dann starten wir hier mit der Ziehphase und schauen, dass wir die Milch wirklich ein bisschen schäumig bekommen in den ersten paar Sekunden. Das heißt, wir bewegen unseren Pitcher ganz leicht nach unten und warten da, bis wir das Geräusch hören. Ich zähle da so auf 2, vielleicht 3 Sekunden. Und dann ist die Ziehphase eigentlich schon abgeschlossen. Wir sehen auch, es hat sich Schaum gebildet. Und was ich jetzt mache, ich gehe in die Rollphase. Dazu hebe ich einfach den Pitcher 2-3 cm höher. Also ich bewege ihn einfach ein bisschen nach oben mit meiner Hand. Und dann gehe ich in die Rollphase und jetzt sehe ich, die Milch und der Schaum werden sauber verrührt, vermischt. Und es entsteht da wirklich ein schöner Whirlpool. Und es sollte sich auch richtig gut bewegen innerhalb von der Kanne. Ihr müsst da auch nicht zu fest hin und her bewegen. Sucht euch einen Punkt, wo das Ganze schön in Bewegung ist. Und dann geht es wirklich nur noch darum, mit der zweiten Hand zu warten, bis die Milch die richtige Temperatur hat. Wie können wir das prüfen? Entweder kauft ihr euch so ein Thermometer oder ihr habt einen zur Hand, den ihr in die Milch geben könnt. Oder ich mache das jeweils so, ich lege meine linke Hand an den Milchpitcher. Wird es unangenehm heiß, dann schalte ich so schnell wie möglich meine Dampfpflanze aus. Dann sollten etwa 65 Grad erreicht sein. Kommt natürlich auch auf euer Fingerspitzengefühl an. Wenn wir jetzt fertig geschäumt haben, puste ich einmal kurz die Dampfpflanze aus und wische die Außen einmal mit dem feuchten Lumpen aus. Einfach damit sich hier keine Milchresten einbrennen und auch keine Milchrückstände in die Dampfpflanze gekommen sind. Der Milchschaum selbst, manchmal gibt es das, dass sich oben noch ein paar große Blasen gebildet haben. Wir können das hier einmal mit einem Klopfen auf die Tischoberfläche, können wir die wegmachen. Und dann geht es wirklich darum, dass wir nicht zu lange Zeit verstreichen lassen. Jetzt haben wir wirklich einen schönen Microfoam und wir wollen, dass der auch so bleibt. Das heißt, je länger wir warten, desto eher trennt sich das Ganze wieder unten in Milch und oben in Schaum. Das heißt, wir müssen schnell sein und wir können hier das Ganze so ein bisschen umrühren, einfach damit das in Bewegung bleibt und sich der Schaum nicht trennt. Wir haben jetzt alles gemacht, damit wir perfekten Milchschaum hinbekommen. Wir können uns jetzt ans Latteartgießen machen. Aber noch 2, 3 Tipps vorneweg, wenn ihr erst so richtig loslegen möchtet mit Milchschäumen. Macht das zuerst vielleicht mit Wasser. Füllt den Pitcher mit Wasser auf und bekommt einfach mal ein Gefühl fürs Schäumen. Wie bewegt sich die Milch oder das Wasser in meinem Pitcher? Und wie ist es mit den Temperaturen? Das hilft am Anfang, damit man so ein bisschen auch die Scheu verliert von der Dampfpflanze. Dann im nächsten Schritt könnt ihr auch wieder kaltes Wasser und einfach einen Schluck Milch nehmen und dann schäumt sich das auch schon fast so gut wie richtige Milch, ohne dass wir zu viel Waste produzieren und zu viele Liter Milch wegleeren müssen. Wenn ihr euch jetzt an alternative Milchsorten wagen möchtet oder wenn ihr gerne Hafermilch-Cappuccinos zubereiten möchtet, dann ist es dort so, dass einfach die Zieh- und die Rollphasen ein bisschen anders sind. Jede Milch schäumt anders und dort lohnt es sich einfach die Sekunden, die ihr zählt am Anfang bei der Ziehphase, vergrößern, wenn ihr mehr Schaum machen möchtet oder verringern, wenn ihr weniger Schaum machen möchtet. Und so könnt ihr euch an jede Milch rantasten und schauen, wie lange muss ich bei welcher Milch ziehen, damit ich ein tolles Resultat bekomme. So, nun haben wir uns alles angeschaut, was wir wissen müssen, damit wir perfekten Milchschaum in unsere Kanne bekommen. Ohne guten Milchschaum ist es super schwierig, Latte Art zu gießen. Wie wir nun das Muster oder das Herz auf unseren Cappuccino bekommen, zeigen wir euch im nächsten Latte Art Video.